Hallo Jungs und Mädels, hier ist der Max und heute geht's um den aktuellen Status von Battlefield 1 beziehungsweise Fragen, die ich mir gestellt habe, als ich die Gameplay-Schwämme mir angeguckt habe, die es zurzeit auf YouTube gibt zu Battlefield 1. Und nachdem ich das Game nicht selbst gespielt habe, habe ich heute zwei Leute dabei, die das Game gespielt haben, und zwar den Mashed und den Lost. Hi. Hallo. Und vielleicht am Anfang, ich meine, ihr wart in L.A., ihr habt das angespielt, wie lange konntet ihr denn spielen? Lange. Ich weiß gar nicht, wie lange waren es genau. Ich glaube, insgesamt 4-5 Stunden oder so. Ich glaube, genau 4 Stunden waren es, wenn man es zusammenlegt. Ja, stimmt. Die Aufnahme an sich, das haben wir nochmal angeschaut. Das war doch, glaube ich, eher bei 4 als bei 5 Stunden. Aber 4 Stunden ist auch schon mal ein bisschen was. Boah, 4 Stunden? Das ist, also, finde ich, das ist nicht übel. Ja. Und mal so in 3 Sätzen, wie hat es euch gefallen? Das ist in 3 Sätzen. Okay, ich dachte, ja, wir müssen Worte. Das irgendwie innerhalb von einer halben Stunde oder so maximal hinkriegen. Okay, also, okay, pass auf. Also, ich finde das cool, das Spiel. Ich finde es anders als BF4, was gut ist, denn es wäre echt langweilig, wenn es das gleiche ist, also von den Waffen und Fahrzeugen. Und ich finde es, auch wenn das Setting nicht besonders, sagen wir mal, frisch vom Ästhetischen ist, finde ich es dann doch vom Gameplay sehr frisch und ansprechend. Okay, Lost? Ja. Ich find's geil. Es ist ein altes Spiel. Es geht wieder so back to the roots, auch wenn das Gameplay natürlich, oder zumindest die Aufmachung mit Frostbite Engine natürlich Battlefield 4 und so ist. Aber ich mag das mit den alten Waffen und bin, kann ich nicht sagen, positiv überrascht, denn ich habe sehr viele Hoffnungen drin gehabt. Ich find's, es macht Laune und ich freue mich auf jeden Fall auf mehr. Weil okay. Wir hatten ja nur begrenzten Umfang. Ja, stimmt. Wie viele Waffen und Gadgets und sowas gab es denn in dieser Version zur Auswahl? War das beschränkt, was ihr spielen durftet? Sehr, sehr beschränkt. Also ich glaube, pro Klasse gab es 3 Waffen oder so in verschiedenen Versionen. Ja, okay. Du hattest im Endeffekt so Presets, die angekündigt wurden. Das heißt, du hast eine Waffe, die in 2 unterschiedlichen Setups war. Das eine war halt vielleicht mal mit Ironsight-Visierung und das andere mal mit einem Fernrohr oder halt vollautomatisch und halbautomatisch. Mhm. Ja. Und ich habe auch heute zufällig einen Tweet darüber gesehen. Also das, was wir da gesehen haben mit den 2 Beispielen als Preset, das soll im Endeffekt ganz anders laufen. Maximal 3 ist, glaube ich, die Aussage. Aber sie meinten, es soll signifikant anders sein. Ich weiß nicht, wie es aussehen soll, aber signifikant anders, merkt's euch. Ja. Naja, wenn die das sagen, wann ist denn schon mal was nicht eingetreten, was sie gesagt haben? Also, kommt ja nie vor. Übrigens, heute Gameplay vom Lost und wahrscheinlich vom Mesh, je nachdem, wie lange wir brauchen, im Hintergrund. Und du hast gerade angesprochen, Lost, mit den verschiedenen Waffen-Setups. Mir ist eine Sache aufgefallen, als ich dein Gameplay gesehen habe. Du spielst einmal mit dieser normalen, wie auch immer diese Waffe heißt, diese halbautomatische mit dem Medic, ist das, glaube ich. Und dann gibt's diese Waffe nochmal in so einem Art Sniper-Setup, wo du ein bisschen näher ran kannst und Singleschuss machst. Ich habe das Gefühl, dass diese Waffe nur in dieser Sniper-Ansicht irgendwie Schussphysik hat. Kann das sein? Also, dass nur da der Schuss wirklich fliegt und trifft? Also, ich meine, was das Schießen an sich angeht, war das ja gerade auf dem Event so ein bisschen strange. Das gab's auch in der Feedback-Runde. Da wurde ja irgendwie angemerkt, dass gerade, wenn wir jetzt mal kurz von den Medi-Waffen weggehen, von den vollautomatischen Waffen beim mehr Feuern, also je mehr man feuert und länger drauf feuert, dann erst genauer wird, ob das Ganze gewollt ist oder nicht. Das war total strange. Also übrigens, Max, deine Reaktion ist genau wie unsere. Ja, ist auch merkwürdig, oder? Ja, natürlich. Das war echt strange. Ich habe das auch in einem meiner Videos, ich weiß nicht, ich glaube, es kommt heute oder so, angemerkt, dass es halt, weiß nicht, ob es dieser Realismusfaktor sein soll, von wegen, okay, man muss sich erst so auf die Art einschießen und dann wird man genauer. Ich glaube aber nicht, dass das so gedacht war. Also deswegen machen in echt auch immer alle Dauerfeuer, um genauer zu schießen, weißt du? Ist auch gar nicht anstrengend auf Dauer oder so, ne? Nee. Ja, aber ich habe also bei den Medic-Gewehren habe ich eigentlich schon empfunden, dass es also bei mir schon getrackt wird. Ich meine, ich habe manchmal natürlich ohne Visierung, wenn ich nur Ironsight geschossen habe, halt nicht genau dahin geschossen, weil es ein bisschen verwirrend war mit Visierung. Klar, so halt dieses Kreuz einfach, die fette Vergrößerung, da macht es ein bisschen einfacher. Stimmt. Aber bei den anderen Waffen war eben dieses Phänomen, dass es wohl so wirkt, als würde es dann erst genauer werden, wenn man halt länger schießt. Und da wollen sie halt auf jeden Fall noch ein bisschen was anpassen. Und das Problem kann sein, dass man den Schuss nur richtig gesehen hat, weil du die Vergrößerung dann anhattest. Genau, das richtig. Kann sein, ja. Und ich wollte noch sagen, zu dem Spread, das kann auch sein, dass aktuell das einfach so ist, dass du so einen Einzelfeuer-Modus-Waffendings da hast und die Waffe ist dann trotzdem nicht genau, einfach weil man theoretisch die vollautomatische Version bräuchte, damit man diese Cone of Fire, diesen Spread eben reduzieren kann. Also das macht gar keinen Sinn. Auch im Einzelfeuer ist also so eine Waffe theoretisch random sehr ungenau.
Und das ist natürlich echt ärgerlich. Ja, gucken wir, was da kommt. Vielleicht gibt es ja irgendwann mal eine Alpha. Bestätigen möchte das Ganze natürlich keiner, aber es gibt ja Gerüchte. Muss man mal gucken, was da so passiert. Eine Sache, die mir auch noch eingefallen ist, beziehungsweise die mir aufgefallen ist, heute auch wieder, als ich das Gameplay von dir gesehen habe, mir kommt so vor, als shake das irgendwie ziemlich viel. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, aber wenn du einen Schritt nach links machst, dann nickt dann sogar der Kopf so ein Stückchen nach links, wenn du wieder stehen bleibst und sowas. Mir kommt vor, als ist das mehr wie in anderen Battlefield-Games. Täuscht das oder wie habt ihr das so empfunden? Weiß ich gar nicht. Also mir ist das beim Spielen nicht aufgefallen, ehrlich gesagt. Also ich meine so dieses krasse Kopfwackeln. Also von einem selber in der Ego-Perspektive oder von anderen? Ja, also von dir in der Ego-Perspektive, dass halt so dein Kopf mitwackelt. Dieses Head-Bob-Dings. Genau. Ah, okay. Ich weiß nicht. Also so, ich meine, durch diese ganze Zerstörungsgeschichte und so, wenn halt neben dir was explodiert, es wirkt schon so, okay, ich werde jetzt so ein bisschen aus dem Gleichgewicht geschmissen. Wenn ich jetzt ganz normal irgendwie durch die Gegend laufe, war es schon sehr Battlefield 4 ähnlich. Ich habe jetzt auch, also Mesh sagt jetzt nicht wirklich so eine krasse, also zumindest keine Beeinträchtigung dadurch irgendwie jetzt gemerkt. Ja. Aber es wirkt schon so ein bisschen so, okay, hier mit Fettgepäck, ich laufe jetzt los und es ist ja auch mit dem Visual Recoil, ist jetzt wirklich so, die Waffen, wenn die halt hin links und rechts eiern, dann gehen halt, im Prinzip sollen da auch die Schüsse hingehen, wird ja irgendwie so berechnet. Ich weiß nicht, was das für ein kompaktes oder komplettes System dahinter ist, dass das vielleicht auch so ein bisschen mit beeinflusst. Und so dieses, ja, Realismus will man nicht sagen, aber halt so dieses Gefühl, ne, ich bin in der Schlacht so ein bisschen schwer. Das soll sich ja schon episch anfühlen, ne? Das sagen sie auch immer wieder. Jeder Lobob, sagen sie jetzt nicht so, aber jeder Lobob soll sich halt cool fühlen, wenn er mal einen Abschuss macht oder diesen Macheten-Charge oder sowas ausführt. Ja, den habe ich auch gesehen bei dir im Video. Ich könnte mir vorstellen, weil der geht ja relativ lange. Ich könnte mir vorstellen, dass dieser Bayonett-Charge da viel öfters dazu eingesetzt wird, um schnell irgendwelche Distanzen zu überbrücken, als wirklich mit dem Bayonett jemand zu stechen. Das kann gut sein, aber ich habe das auch ein, zweimal ausprobiert. Ich habe, glaube ich, keinen Kill gemacht, aber mir ist aufgefallen, wenn ich den Charge ausgeführt habe, konnte ich danach nicht mehr weiter sprinten. War das bei dir auch so? Du hast einen kurzen Cooldown, bis du den wieder einsetzen kannst, beziehungsweise wieder sprinten kannst. Ja, das heißt, man wird nach dem Charge erstmal richtig schön langsam. Also ich weiß nicht, ob man da wirklich so einen zeitlichen Vorsprung hat. Ach so, man muss sich also quasi Luft holen wieder. Ja, so ein bisschen erholen. Ne? Also gut, das habe ich nicht, das ist mir im Gameplay nicht aufgefallen. Das merkt man wahrscheinlich auch erst richtig, wenn du selbst spielst. Genau, und gerade wenn man es halt dazu verwendet, um Strecken zu überwinden. Ich wollte dann zum Beispiel hinter meinen Teammates herrennen und die waren schon voraus und ich wollte halt hinterher chargen, damit ich auch die Flagge einnehmen kann. Ging aber nicht, weil ich ja erstmal eine Runde langsam gelaufen bin danach. Ja. Okay, ja, gut, da muss man sich überlegen, wann man das einsetzt. Es wurde ja so im in diesem Reveal-Trailer wurde sehr viel Wert drauf gelegt, dass es Nahkampfwaffen gibt, Schaufel und irgendwelche Keulen und so. Wie sind die denn ins Gameplay zurzeit eingebaut? War das jetzt nervig oder ging das oder war das sogar irgendwie ganz cool oder wie habt ihr das empfunden? Also ich persönlich habe gar nicht so drüber nachgedacht, weil man kommt halt so aus Battlefield 4 und denkt sich eigentlich, Messern ist total behindert. Kacke, ja. Also so in so einer Kampfsituation, weil du halt nie weißt, wer ist noch in der, oder gerade wenn du weißt, ist noch ein anderer in der Nähe, dann ist es halt dein übelster Tod, wenn der mitbekommt, dass du den Messer hast. Es ist halt so, du kannst von vorne, es gibt ja den Spaten und die Axt gab es jetzt in dem Gameplay, was wir jetzt spielen konnten. Du kannst von vorne, machst du ja irgendwie einen ganz normalen Schlag, der halt unterschiedlich, je nachdem, was du hast, halt unterschiedlich viel Schaden macht, aber schon relativ hoch. Und dann gibt's ja trotzdem noch diese Takedowns von hinten, die ja sowieso Insta-Kills sind. Und ich glaube, wenn du von vorne den Gegner schlägst und der hat nur noch eine gewisse Lebenspunkte, ich weiß nicht, ab wie viel das gezählt wird, aber dann startest du auch automatisch einen Takedown und machst ihn auch von vorne in so eine Animation. Ja, genau. Also wenn der Schlag theoretisch ausreichen würde, dann macht er die Animation. Und es gibt auch kein Counter-Messer mehr. Nee, voll gut so. Also das war ja so verpackt, muss man ja schon irgendwie ehrlich sagen. Mich hat das fand ich auch irgendwie merkwürdig. Gestört. Ich meine, das Spiel war ja doch relativ schnell im Nahkampf und dann irgendwelche Quicktime-Events, das hat mir auch nicht und gefallen. Und vor allem, weil man dann ja die Leute nicht abschießen konnte während dem... Also stimmt. Ja, da wurde's ja quasi unverwundbar. Gibt's denn wieder diese Pickups, die es in Battlefield 4 gegeben hat auf den Maps? Nee, Waffen nicht, aber es gibt ja viele stationäre andere Geschütze, so MGs oder Anti-Air-Sachen oder Kanonen gegen Fahrzeuge, die gibt es halt auch. Also jetzt keine Waffen mehr zum Gameplay gesehen, aber sowas. Da steht dann auf der Straße so ein Panzerabwehrding rum. Ja, voll cool. Ja.
Ja gut, brauchst wahrscheinlich, je nachdem wie die Bases aufgebaut sind, dass du auch ein bisschen, brauchst es wahrscheinlich ein bisschen stationäre Verteidigung, dass das funktioniert. Aber ja, es gibt nicht mehr diese Battle-Pickups oder wie das hieß, dass da mal eine Shotgun rumliegt oder so. Ist mir nicht aufgefallen, nö. Okay. Nee, also auf der Map nicht. Braucht man die Gasmaske? Weil man sieht die im Gameplay, dass du setzt die einmal auf, dann guckst du durch und stellst fest, nee, ich setz die jetzt wieder ab und dann hast du das ganze Gameplay über nicht mehr auf. Ja, man braucht sie nicht wirklich häufig. Also klar, wenn halt, ich habe versucht, die natürlich aufzusetzen, wenn Gas da war und einfach so, okay, ich laufe jetzt da durch. Der Witz ist, ich wusste in dem Moment nicht, ob es Gas vom eigenen Teamkameraden ist oder vom Gegner, weil eigenes Gas von deinem Team macht dir halt auch keinen Schaden. Du brauchst halt nicht mal eine Maske. Ah. Und es ist, war sehr, sehr begrenzter Einsatz. Also wenn, dann laufe ich eher außenrum, würde ich fast sagen, weil dann hast du noch mehr Chancen, weil du kannst ja, wenn du die Gasmaske hast, ja auch nur aus der Hüfte schießen. Okay. Ich glaube, dann ist es taktisch eigentlich klüger, wenn da irgendwo einer im Haus ist und der gast sich selber voll, dass du einfach wartest, bis es weg ist oder irgendwie außen rumläufst und versuchst irgendwie zu mal laufen, als dass du direkt durchläufst. Aber kann sein, dass es das natürlich irgendwo anders dann das vielleicht besser wird. Ich denke auch gerade durch die visuelle Einschränkung der Maske und dadurch, dass man nur Hip feiern kann, das sind ja zwei Sachen, die direkt schon dagegen sprechen, das jetzt zu machen. Dann wirklich lieber abwarten, würde ich auch sagen. Ja. Aber wenn du sagst, man erkennt nicht genau, von welcher Seite das Gas ist, das haben sie ja in Battlefield Hardline bei dem Feuer so gelöst, dass du das eigene Feuer war ja so blau. Genau. Das sah zwar blöd aus, aber man wusste wenigstens, dass man da durchlaufen kann. Mhm. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, gibt es gar keine Anzeige, von welchem Team der Rauch ist und ob man da jetzt gefahrlos durchlaufen kann oder nicht. Nee, ja, das ist korrekt. Mir ist nichts bekannt. Wobei manchmal habe ich gemerkt, dass dieses Granatensymbol in der Nähe von dem Rauch war. Also das heißt, wenn da eben eine Gaswolke war, dann lag da dieses Granatensymbol drin, ne? Okay. Wobei das habe ich auch schon mal gesehen, als ich eine eigene Granate dahin gelegt habe. Also ob das jetzt vom Team oder von den Gegnern ist, vielleicht ist es einfach nur verbuggt und das soll vielleicht noch kommen, wer weiß. Ja. Aber Granaten ist auch eine Sache, die mir aufgefallen ist. Ich hatte den Eindruck, dass als du in deinem Gameplay, da hast du Granaten auf Panzer geworfen. Und das hat für mich so gewirkt, als gehen die Granaten direkt hoch, wenn sie mit dem Panzer in Kontakt treffen. Das, war das die geballte Ladung? Bin mir nicht mehr sicher. Ich habe keine Ahnung. Ja, sowas Fettes war das. Ja, das ist die geballte Ladung. Also die ist ja Panzerabwehr und also eigentlich so für Panzerdinger gedacht. Und die ist, glaube ich, also ich kann mich auch irren, weil ich habe selber mitbekommen, dass wenn man die irgendwo hingeschmissen hat, die nicht gleich auf Bodenkontakt explodiert ist. Ich es aber auch erlebt hatte, dass es bei Fahrzeugkontakt dann schon hochgegangen ist. Kann natürlich auch sein, dass ich mich da von der Zeit irgendwie vertan habe, die länger irgendwie so vorgefeuert habe sozusagen. Ja gut, aber, könnte ja sein. Könnte ja sein, dass es wirklich nur bei Kontakt. Weil sowas gab's, glaube ich, wirklich, so irgendwas mit magnetischem Zünder drin und sowas. Zumal es gibt ja auch Impact-Nades, also die gibt es ja auch wieder, ne? Ja. Gibt es? Ja, die haben sie auch wieder drin. Die hat aber keiner verwendet. Ja. Okay. Das ist auch die Mini-Granaten. Also im Endeffekt so das ganze Setup, was du im BF4 auch hattest, mehr oder weniger. Auch die Brandgranaten. Mhm. Aber die hat echt, ich glaube, also ich habe die nicht wirklich durchprobiert. Nee, ich habe auch keinen anderen gesehen, die waren ja auch nicht so interessant. Und welche Klasse kann dann Anti-Tank-Granaten nehmen? Ist das bloß Engineer oder kann das quasi jeder machen? Das kann nur der Assault, ne? Ich glaube, der Assault. Die Anti-Tank-Granaten haben auch die anderen. Also ich habe die kleinen haben alle. Also es gibt eine kleine und eine große. Okay. Aber und ja, die kleine, die kann jeder in den Granatensektionen auswählen. Aber der Assault hat als Gadget die Anti-Tank-Nade, die große. Okay. Ja. Stimmt. Der Assault ist ja nicht mehr der Medic jetzt. Ja, richtig. Ja. Der Assault ist jetzt quasi so ein bisschen der Engineer. Ja, so ein bisschen. Dabei. Ne? Wobei er kann halt nicht reparieren. Wer kann reparieren? Nur die Piloten und die Fahrer. Ah, du kannst aber auch reparieren, wenn du drinnen sitzt jetzt, ne? Ja, aber das wurde mir gesagt, das ist eindeutig verbuggt. Also ich habe zum Beispiel gehabt, ich konnte ohne diese Klasse zu haben reparieren und dann meinten die, das soll nicht so sein. Also theoretisch kann aber wirklich nur der Pilot oder Fahrer reparieren. Das heißt doch aber auch, wenn nur der Pilot reparieren kann, dann hast du ja, fällt dann dieses Teamplay weg, dass einer quasi im Panzer sitzt und einer dahinter steht und repariert oder dass du halt von außen supportet wirst oder kannst du da mit mehreren Piloten irgendwie rein? Ich habe mir das nur so vorgestellt, aber ich habe es nicht ausprobiert, dass der Fahrer in dem Fall aussteigt und jemand anders für ihn fährt, weil du spawnst ja in den Panzer rein als erster und dann kriegst du diese Klasse, nicht wenn du nachträglich einfach reingehst.
Das heißt, der als erster gespawnt ist, kriegt die Klasse, fährt meinetwegen, wird jetzt gedamaged, steigt aus, repariert, jemand anderes übernimmt und kann dafür weiterschießen, während dem der eigentliche Fahrer repariert. Vielleicht so. Ah, ja, das ja. könnte sein. Gibt's sowas wie so Art Fahrzeug-Perks wieder, wenn man Pilot ist? Also in der aktuellen Version war jetzt nichts freizuschalten. Also es gab auch keine Customization-Möglichkeiten für die Fahrzeuge. Okay. Das könnte ja ob sein. Ob da noch was kommt, könnte. Es war jetzt sehr limitiert. Ich frage mich halt, was sie machen können. Weil zum Beispiel der Fighter, also dieser Jäger, sage ich jetzt mal, der hat eben auch nur als Waffe dieses Bord-MG, was halt nach vorne schießt, und sonst auch keine Gadgets. Also irgendwie rein ist der natürlich nur mit dem MG ausgestattet. Ob der dann irgendwas bekommt, von wegen so Handfeuerlöscher oder was auch immer es da vielleicht später gab, um dann irgendwelche Sachen. Und keine das wär Ahnung. Wär cool, ja, wenn sie da was einbauen, aber also in unserer Version konnte man da auf jeden Fall nichts einstellen und auch nichts irgendwie schon mal schauen, wie viele Slots da eventuell für frei wären. Also. Es wär irgendwie logisch, falls es sowas gibt, dass dann quasi der Pilot, der zuerst in diesen Panzer einsteigt oder da reinspawnt, dass dann dieser Panzer die Fähigkeiten kriegt, die der eben equipped hat, auch wenn er aussteigt zum Reparieren und danach kann er irgendwie sowas. Könnte ich mir vorstellen. Das wäre wirklich gut. Weil dann also gibt es dem Ganzen halt noch ein bisschen mehr Bedeutung von den Fähigkeiten. Ja, und vor allem, weil es ja auch gar keinen eigentlichen Anpassungsscreen für die Fahrzeuge gab, sondern erst wenn man in das Fahrzeug, also wenn man es unmittelbar vor dem Spawnen hat, so ungefähr. Ja. Also würde das, was du gerade gesagt hast, Max, mit dem Vordefinierten sogar echt gut möglich sein, würde ich sagen. Es wurde auch irgendwo mal, ich weiß nicht mehr genau, wo es war, aber es war, glaube ich, sogar von offizieller Seite, dass angemerkt wurde von wegen, es lohnt sich, halt als, natürlich, du hast dann die Fahrerklasse, du bist halt jetzt im Infanterie-Fighter nicht so gut am Start, aber du hast halt die Möglichkeiten, den Panzer zu variieren und es macht auf jeden Fall einen Unterschied, ob du halt die Fahrzeugklasse bist, die halt den Tank fährt oder eben ein normaler Soldat. Ob sich das jetzt nur auf dieses Reparieren innerhalb des Panzers, also wenn du drin sitzt, was momentan eben noch verbuggt ist, was jeder machen kann, bezieht oder eben auch auf Gadgets oder Munitionsarten oder was das immer man auswählen kann, da müssen wir noch abwarten. Ne? Mhm. Irgendwas muss ja so ein Pilot wirklich auszeichnen, wo du sagst, hey, ja, er hat eine schwache Primärwaffe. Ja, nice. Ja, das ist schon der gut, Grund, ne? Das heißt, nur die Highskiller picken den dann. Ja, genau. Skillcap. Oh, hör mal auf, da könnte man komplett eigenes Video wieder zu machen. Ja. Was mir auch noch aufgefallen ist, der Hit, nicht der Hitmarker, also diese Anzeige, wenn du selbst getroffen wirst. Mir kommt das so vor, als ist der jetzt länger da und vor allem genauer. Also sprich, wisst ihr, was ich meine? Das, wo man angezeigt kriegt, ob man von links oder von rechts beschossen wird. Dieser rote Halbkreis oder... Ja. Da hab ich gesehen, der ist relativ lang da. Er zeigt ziemlich genau an, ob es von links oder rechts ist. Und auch wenn der Gegner so hinter dir ist, dann kommt es mir so vor, als deutet das fast schon wie so ein Pfeil, irgendwie so, als wäre, dass der Gegner hinter dir ist. Ja, das ist einfacher verständlich, ne? Ja. Also er hat auch so eine Pfeilspitze, damit er dir wirklich die Richtung anzeigt. Und ich glaube, wenn du dich eben auch drehst, dann justiert er so ein bisschen mit, wenn ich das richtig noch in Erinnerung habe. Das ist auf jeden Fall, fand ich eigentlich auch, dass es, also es war, was auf jeden Fall auch verbuggt war in dem Zuge, wenn sich manche wundern, glaube ich, dass du, wenn du angeschossen wurdest und du hattest dann so ein bisschen Blur-Effekt oder so, der ist bei manchen Leuten ist der auch geblieben, obwohl sie dann volles Leben hatten. Also der ist dann irgendwie, das ist aber ein Bug gewesen. Aber scheinbar so dass das Damage-System, so von wegen hier, fand ich auch gut. Also manchmal war das auch in den vorrangigen Teilen, war es halt einfach, du kriegst Schaden und einfach irgendwie so von überall gefühlt. Du konntest nie entscheiden oder nie irgendwie klar sagen, von wo jetzt bist blöd rumgesprungen. Und da konntest du dich jetzt schon vom Spielgefühl her gleich drauf einstellen. Okay, du wusstest da, zack, rübergedreht, dann hast du ihn zumindest noch gesehen, auch wenn er dich dann erschossen hat. Aber, ja, das ist gut. Ja. Das ist gut. Du hattest auch, also vor allem in Battlefield 4, hatte ich manchmal das Gefühl, du hörst den Gegner links neben dir schießen und das kann eigentlich nur der sein und der Hitmarker ist eher so von rechts. Und da hast du das passt doch überhaupt nicht zusammen, von wo das Ganze jetzt kommt. Ja, voll. Wo wir beim Thema gerade sind, getroffen werden, gibt's sowas wie Lifewreck? Also, dass man sich automatisch auf 100 regeneriert? Ja, auch nach einer gewissen Zeit. Gibt es? Ja, aber das dauert, glaube ich, länger als im BF4, bis es einsetzt. Da hat es auch schon relativ lange gedauert eigentlich. Ich glaube, 12 Sekunden dauert es. Und dann regenerierst du pro Sekunde 5. Ich habe es mir aufgeschrieben. Ich habe es nämlich schon gestoppt. Also ich glaube, dass es 12 Sekunden dauert. Also du musst halt, darfst halt keinen Schaden bekommen. Und dann dauert 12 Sekunden, dann schaltet der Selbstheal. Und dann kriegst du, glaube ich, pro Sekunde 5 HP oder so wieder dazu. Okay.
Das ist jetzt also irgendwie von also ist Zahlen. Langsam. Ja, genau. Ja, stimmt. Langsam. Weil ich glaube, ich habe mir notiert, dass du so mathematisch gesehen, wenn du 0 Lebenspunkte hast, was ja der Tod bedeutet, aber du würdest 20 Sekunden brauchen, um volles Leben zu haben. Deswegen, ja, dann passt es mit den 5. Ja gut, das ist wirklich ganz schön lang. Ja. Also, wenn du da kein Medipack kriegst, dann bist du wahrscheinlich im Arsch. Ja. Was ist man? Genau, die Pistolen, hatte ich so den Eindruck, dass Pistolen auf Nahkampf ziemlich guten Damage machen. Kann aber auch sein. Boah, ETF. Alter, muss ich rausschneiden. RIP. hat mich ein bisschen an die Pistolen in Bad Company 2 erinnert, muss ich ehrlich sagen, weil da hatten die Pistolen ja so eine richtige Daseinsberechtigung, weil du im Nahkampf teilweise Leute 3-hitted hast. Ja. Also die Pistolen haben ziemlich gut gewirkt. Ich glaube auch, also Genauigkeit war auch bei den Pistolen aus der Hüfte noch ganz okay. Bei vielen Gewehren, je länger der Lauf, desto ungenauer aus der Hüfte. So hat es sich für mich angefühlt. Und auch der Schaden dann halt bei den Pistolen dementsprechend gut. So wie du sagtest, so 34 Damage müsste das dann ja sein. Das heißt 3 Hits oder so auf kleiner Distanz, dann ist der Gegner weg. Das war wie die, wie hieß denn das Teil in Bad Company 2? M1911 oder genau, so. Genau, ne? Voll die geile Waffe. Gibt's ja auch wieder? Also man von der Zeit her müsste es die eigentlich geben. Ja, die gibt's. Die 11? Ja, die war auch dabei. Ah, cool. Also die und die Luger war halt standardmäßig. Waffenpickups haben wir geklärt. Dann hatte ich das Gefühl, es gab ziemlich viel so Lensflare-Effekt, so mit Sonne und Licht und sonst was. Das kann man zwar wahrscheinlich runterdrehen, je nach Grafik-Settings. Habt ihr das als störend empfunden? Oder war das eher gut? Also ich fand's nicht störend. Ja. Nee, also am Anfang dachte ich mir erst so, ich bin in Battlefield 3, so kurzzeitig. Also gerade wenn man halt von so dunklen ins helle läuft. Aber es ist nicht so extrem, wie es auch damals, ich glaube zu Anfangszeiten von BF4 war es auch noch so extrem manchmal, dass dieser Wechsel von dunkel in hell so ein bisschen krass. Oder bei hier, Rainbow Six, da von draußen am Fenster rein, das ist übel. Ja, das war hart. Ja, aber ich habe mich dann relativ schnell dran gewöhnt. Aber es ist schon so, dass wenn du jetzt in die Sonne schaust, das gibt dir schon so ein bisschen so ein Blend-Effekt. Also das haben sie, aber finde ich, gut gemacht, weil so musst du natürlich schon auch aufpassen. Ja, das ist ja eh gefühlt irgendwie 80% der Zeit, wo ich gespielt habe oder an dem Gameplay, ist irgendwie eh Regen oder Nebel. daher. Ja, das ist auch was. Es gibt jetzt ja dynamische Wettereffekte und in einem deiner Gameplays sieht man auch, dass ganz schön nebelig ist, obwohl das alles immer die gleiche Map gewesen ist. Die Wettereffekte wirken beim Zugucken zumindest schon so gut, dass es mir am Anfang gar nicht klar war, als ich das Gameplay vom Livestream gesehen habe, was ja wirklich jeder verwurstet hat auf YouTube, dass das immer die gleiche Map gewesen ist, ne? Ja, die Sichtweite ist recht gering, muss man sagen, beim Nebel, ne? Das sieht schon echt gut aus, muss ich sagen. Wiederholt sich das so, dass es nervt, oder ist das, passt das? Also, ich überlege gerade, ist das jetzt möglich, dass man auch einen Server hat, der nur eine Wettereinstellung hat, also nur Sonne? Weil das war uns... Ist das jetzt möglich? Weil uns ist nämlich auch immer aufgefallen, dass es die ganze Zeit gewechselt hat. Und dann war das halt wirklich so, dass oft 75% der Runde nur noch mit Regen oder Nebel war, weil es danach auch nicht mehr zurückgegangen ist oft. Klar, gut, vielleicht war das ein bisschen verbuggt. Du hast ja drei, also momentan ja diese drei Settings. Schönes Wetter und dann geht es halt über irgendwie einen Regen oder so und dann kommt vielleicht der Nebel. Wenn die Runde neu gestartet ist, war ja einmal zufällig, hat es das halt hergeholt. Ne? Hat ja immer irgendwie. Und natürlich hast du dann 2/3 davon im Endeffekt ja eher das schlechtere Wetter. Deswegen haben wir halt echt einfach auch das Problem, dass wir deswegen so viel Gameplay haben, was nicht bei schönem Wetter ist. Ja. Und ich glaube, aber ein Wechsel innerhalb eines Spiels war, glaube ich, weiß nicht, waren es zwei? Also, ach so. War es von, wenn du mit schönem Wetter startest, bin ich mir nicht sicher, ob ich dann auch Regen und Nebel zusätzlich auch noch in einer Runde hatte oder ob es immer nur in einen anderen Zustand gewechselt ist. Das weiß ich nicht. Müsste man mal gucken. Ich glaube, bei mir in der Aufnahme war das meistens immer nur also zwei Settings. Ja. Also nicht mehr drei. Drei glaube ich nicht. Es wäre auf jeden Fall schön, wenn man das einstellen kann, weil ich stelle mir das Ganze mit dem Wetter zwar recht gut für die Atmosphäre vor, aber ich fand es in keinem Game bisher sonderlich toll, wenn die Sichtweite so gering war. Ich sehe am liebsten, was um mich drumherum passiert. Ja, schöner. Ich glaube, ich kann mir fast vorstellen, dass sie das serverseitig einstellungstechnisch auch regeln, weil, wenn wir mal so weit denken und die sagen mit dieser neu gegründeten E-Sports Division, die wollen da was machen, dann kannst du natürlich nicht nach so einem Random-Faktor irgendwie fahren, dass die einen mal ist es so und mal ist es so. Also, nee. Natürlich ist es für beide Seiten dann gleich, aber
Irgendwie kann es dann trotzdem zu Problemen kommen. Ja, das ist dieser Random-Faktor, der zieht eigentlich nicht nee, so das, gut. Nee, das willst, ja. willst du nicht haben. Ich meine, stell dir mal vor, du hast hier irgendwie Halbfinale, das eine Match kriegt irgendwie Nebel, das andere Match kriegt irgendwie schönes Wetter und die Map ist auf Nebel komplett anders spielbar als bei schönem Wetter und da ist es ja nicht fair. Nee. Ja. Das kann es nicht sein. Also da musst du möglichst viele random Sachen eliminieren und Sachen, die einfach nicht reproduzierbar sind. Mhm. Bei Killcamps gibt es anscheinend wieder die allseits beliebte rote Umrandung, wer dich gekillt hat. Die gibt's ja seit irgendwie Medal of Honor 2000, keine Ahnung. Fand ich jetzt beim Zugucken nicht sonderlich schlimm. Ich weiß, dass sich einige drüber aufgeregt haben in Battlefield 4. Aber Killcam ist anscheinend alles beim Alten, oder? Ja, doch, sieht auf jeden Fall identisch aus. Also nicht identisch, aber sehr ähnlich, dieses alte Battlefield-Ding. Man sieht also nicht wie bei COD den Replay, aber zumindest, wo der Gegner eben, nachdem man selber tot ist, steht. Ja, da habe ich noch zwei Sachen, und zwar das Spawn-Bildschirm ist neu. Der sieht zwar im Großen und Ganzen, sagen wir so, neu kann man das jetzt nicht wirklich nennen. Du hast zwar immer noch so einen schönen Spawn-Bildschirm, aber du kannst jetzt anklicken, wo du hin willst und siehst das halt auch auf der Map. So eine Mischung aus Spawn-Bildschirm und Commander-Modus oder sowas, würde ich mal sagen, oder? Stimmt, Commander-Modus, den gibt es zwar nicht mehr, aber es erinnert mich auch so ein bisschen dran, weil man halt diese komplette Übersicht hat. Stimmt. Und du hast auch viele, also nicht so wie es bei BF4 war, du hast dieses Mal auch viele Informationen, die dir halt helfen. Okay, solch ist das Spawn, weil du kriegst dann unten auch halt als Schrift oftmals angezeigt von wegen, okay, der ist halt gerade im Kampf oder kannst dann teilweise auch wieder nicht spawnen. Das finde ich eigentlich ganz gut geregelt. Also war sehr übersichtlich. Mhm. Ja, fand ich da auch, ich habe sofort gecheckt, um was es geht, obwohl ich ihn selbst gespielt habe. Also kann das Ganze nicht so schlecht umgesetzt sein. Eine Sache, die mir Lost bei dir noch im Gameplay aufgefallen ist, das Klettern über Mauern und sowas und durch Fenster springen und sowas, das ist ja wieder, also kontextsensitiv. Also sprich, es gibt keinen Knopf, den du drücken musst zum Klettern. Du drückst halt springen, gehe ich mal von aus. Und wenn du halt in der Nähe bist von einer Wand, dann kletterst du halt drüber. Und es gab in deinem Gameplay eine Szene, wo ich mir gedacht habe, du wolltest garantiert nicht über diese Mauer jetzt klettern in diesem Moment. Da wolltest du irgendwie abhauen von einem Gegner, bist gesprungen und hat da angefangen, ewig langsam über die Mauer drüber zu klettern. Wie kam euch das vor? Funktioniert das gescheit? Bleibt man hängen? Geht das flüssig? Und vor allem macht der, wenn du springst, auch in der Situation immer das, was du machen willst? Also First Person, also aus meiner eigenen Sicht, kam es mir immer ganz richtig vor. Aber wenn da ein Gegner rübergesprungen ist, dann kam das auch wie in BF3 und BF4 vor, dass man einfach keine Hit-Detection bekommen hat, weil der irgendwie in der Animation war und dann hat er es nicht gewertet oder keine Ahnung. Aber das kam mir schon wieder so vor, dass es dieses alte Problem ist während der Sprunganimation. Also in Battlefield 3 haben sich die Gegner teilweise gebeamt über die Mauer, wenn die gesprungen sind. Du hast gesehen, der kommt angerannt, macht seine Sprunganimation, wie 3 Meter hinter der Mauer. Sagt, wie soll ich den jetzt treffen? Das geht doch gar richtig. Nicht. Okay, na gut, aber solange es für den eigenen Charakter schon mal das macht, was man in dieser Situation erwartet, ist gut. Ich stelle mir das auch ehrlich gesagt ziemlich schwierig umzusetzen vor, dass das wirklich kontextsensitiv funktioniert und an der Stelle immer das Richtige macht. Ich glaube, das wird aber funktionieren, wenn man die Maps dann kennt und weiß, wo man was machen kann. Ja, richtig. Und vor allem generell, wenn man erstmal das Spiel so ein bisschen gespielt hat und sich dran gewöhnt hat an das, was es eben ist. Das ist ja eben nicht das gleiche wie BF3 oder BF4. Ja. Da kann ein Kletterer über eine Mauer über Sieg oder Niederlage entscheiden. ist halt echt so. Ich meine, gerade bei Domination oder so, das ist ja ein Inf-Modus. Und auf der Map, da gab es sehr viele Mauern. Und das, was man in Conquest fast nie gesehen hat, also dass da Leute rübergesprungen sind, das ist dann immer wieder passiert, also permanent. In Conquest sind die Panzer durchgefahren, aber die gab's nicht mehr, also ist man rübergesprungen. Ja. War sehr interessant zu sehen. Ein letzter Punkt noch, und zwar ist das die Zerstörung. Wie funktioniert das jetzt? Du hattest ja in Battlefield 3 in Bad Company 2 konntest du auch manche Häuser komplett einschießen, wenn du die Wände gekillt hast, ist es dann halt mit Standardanimation zusammengefallen. Du hattest in Battlefield 3, hattest du die gleiche Möglichkeit. Es gab aber in Battlefield 3 auch Häuser, da wusstest du schon, wenn das quasi ein Treppenhaus hatte mit Treppe, du kannst es nicht zerstören und sowas in der Richtung. Wie ist das da jetzt gelöst? Kannst du wirklich alles komplett platt machen? Und wie wollen sie dafür sorgen, dass wenn du alles komplett platt machen kannst, dass so quasi das Layout der Map noch spielbar bleibt?
Also du kannst nicht alles platt machen. Also gerade, was du ansprichst, also mir ist zumindest aufgefallen, ich meine, ich habe jetzt nicht selber exzessiv versucht, irgendwie Häuser in die Luft zu jagen, aber gerade so Sachen mit Treppenhaus, du konntest da die Wände kaputt schießen, du konntest es schon ziemlich offenlegen, dass ein Gegner, der halt oben hockt, wenig Deckungsmöglichkeiten hat. Aber das Haus an sich, gerade wenn es eben ein Stockwerk oben drauf hatte, ist jetzt meiner Erfahrung nach nicht eingestürzt. Eher ja. So Sachen wie so Scheunen oder halt so kleine, ja, wie sagt man so Kontrollposten, Backsteinhäuser oder so, wo du halt dich mit zwei Mann vielleicht reinstellen kannst, die kannst du schon platt machen. Aber so größere Gebäude, die kannst du zwar sehr damagen, aber nicht wie in Bad Company ist da zumindest nichts zusammengefallen. Ja, die haben auf jeden Fall so eine Limitierung drin, dass eben nicht alles zusammenfällt. Ich hatte das auch einmal, da habe ich eben versucht, so ein paar Häuser platt zu walzen. Und dann hatte ich da ein Haus und da hat man halt gesehen, dass es anscheinend die Animation abgespielt hat, dass diese eine Wand kaputt geht, aber die Wand stand noch da im Endeffekt. Also irgendwie wollten sie es dann wohl zurückdrehen an der Zerstörung, sodass man eben nicht alles platt machen kann. Aber der erste Schuss, den ich reingesetzt habe, der hat das Dach und die Rückwand und die Vorderseite weggenommen. Also es sah gut aus, aber es ging halt leider nicht alles kaputt. Okay. Ja, das fände ich auch nicht schlecht, weil sie müssen ja irgendwie auch gucken, dass die Map weiterhin so funktioniert, wie sie sich das ausgedacht haben. Ja, und richtig. Das geht ja nicht, wenn du komplett alles einebnen kannst. Man kann Löcher in den Boden schießen, ne? Stimmt, ja. Und sich dann reinhocken. Und dann mit der Schaufel da reinschlagen. Ja, natürlich. Ich weiß nicht, ob ich gesehen im Gameplay. Krater, die gibt's, ja. Okay. Ja, dann bin ich so mit meinen Punkten durch, die mir aufgefallen sind, als ich das Gameplay geguckt habe. Gibt es jetzt noch irgendwas ganz furchtbar Wichtiges, was ihr noch den Leuten mitteilen müsst zu Battlefield 1? Auf jeden Fall, dass es eine Alpha ist und dass man hoffentlich noch sehr viel mehr an Verbesserungen sehen wird. Also gerade beim Spielen ist einiges aufgefallen, was man als Langzeit-Battlefield-Spieler irgendwie anders sehen will. Gerade zum Beispiel Sachen mit der Waffe, die dann irgendwie ungenau oder genauer wird oder wie auch immer, jedenfalls mit der Mechanik. Sowas wird sich hoffentlich noch verändern, aber ansonsten war es schon ziemlich gut für das, was es ist, also eine Pre-Alpha. Ja, okay. Das ist, denke ich mal, ein wichtiger Punkt, weil man kriegt ja jetzt schon wieder mit, dass standardmäßig jeder am Meckern ist, der halt das Spiel noch nicht selber angetestet hat und nur halt nach dem geht, was er bisher sieht. Da muss man abwarten. Ich kann nur sagen, es macht auf jeden Fall Spaß für jemanden, der sowohl alte Settings und die alten Teile als auch die neuen gespielt hat und auch mochte. Ich glaube, da kann für jeden was dabei sein. Mhm. Okay, wann kommt's noch mal raus? Es sind so viele Release-Daten. Ja. Es, am 13., 18. oder 21. Suchst du aus. Ah, ist es wieder mit EA, nicht Play, wie heißt's? Origin Access, EA Access und Early Endlister Edition. Ja gut, es muss halt so sein. Ja, na gut, da können wir nichts dran ändern. Ich bin auch der Meinung, Release-Datum sollte irgendwie mal Release-Datum sein, aber was ist ja... Ich habe mich anfangs übrigens sehr gefreut, dass da stand globaler Release am 21. Ja. Und ja, naja. Ja, stimmt, das haben wir zusammen noch aufgenommen danach, ne? Ja, genau. Und das war... Nee, vergiss es. Nee, hat sich nicht gehalten. Kein Bock. Okay, ja, dann bin ich durch. Und ich würde sagen, ja, erstmal schön, dass ihr da gewesen seid. Wenn es noch Fragen gibt, Leute, schreibt's in die Kommentare. Ich denke mal, ihr werdet auch das ein oder andere Mal ins Video reingucken. Und wenn wir genug Fragen zusammenkriegen, machen wir natürlich auch noch einen zweiten Teil dieses Videos. Aber muss sich halt lohnen. Mhm. Und wie gesagt, schön, dass ihr dabei gewesen seid. Und ich sage jetzt mal, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Ciao. 8 Minuten wollte es sein, ne? nein, es war schon klar, dass es nicht klappt. Ach so, ja, ganz vergessen. Wenn ihr auf der Suche nach günstigen PC-Spielen seid, dann könnt ihr mal bei meinem G2A-Link vorbeigucken.